So, und da sind wir wieder zurück. Wir haben gerade Vincent getroffen und er hat uns nach dem Siegel gefragt und uns ein Buch dagelassen. Haben wir das jetzt im Inventar? Und Ich schaue. die liebe Annie spielt jetzt. Da Ja. ist es. Das Das Buch. hier gleich? Nee, Nein. Tarotkarte, Das da. Tarotkarte, Otherwood-Gesetze. Das liest du jetzt aber. Na klar. Die Scheiße liest du jetzt vor, das mache ich nicht mehr von Metatron. Dieses magische Quadrat mit den stark schützenden und vertreibenden Eigenschaften heißt das Virun sieben Wappen oder das Siegel von Metraton. Metraton. Hab schon gesagt. Es liefert ein Ergebnis gleichgültig, ob das Ziel gut oder böse ist. Daher lastet seine Stärke sehr schwer auf dem, der es benutzt. Da es auch schwierig zu kontrollieren ist, wird es in der Regel nicht verwendet. Daher trägt es den Namen Metraton, nach dem Engel Metraton oder Metraton, auch bekannt als der Vertreter Gottes. Metatron. Ach nee. Guck mal, die Kassette können wir sogar kommen. Ach, wir finden bestimmt noch so ein Tonbandgerät, wo. Können wir es mit dem Ja. Radio kombinieren? No. Nee. Nein. Betriebsschalter. Können wir den Betriebsschalter ausstellen? Ja. Ja, mach mal jetzt aber nicht. Nee, wir wollen ja wissen, wann Monster kommen. Okay, ich habe das Steuer. Hier, das haben wir gelesen. Wir haben alles gelesen. Wir haben alles gelesen. Wir sind gut. Wir sind gut in Was liegt Spiel. denn da noch für ein Zettel eigentlich für eine Notiz? Folio. Während des Sehers. Hört sich nach einem okkulten Buch an. Mein Gott. Das brauche ich jetzt nicht. Ist auch nicht nach meinem Geschmack. Gott sei Dank. So, hier liegt ein Zettel. Hier ist ein Blatt Papier, aber es ist leer. Mein Gott, vielleicht können wir ein Feuerzeug ranhalten und dann sehen wir das mit Zitronensaft geschriebene irgendwas. Metatron. Die Bücher sehen aus, als Das hatten würden wir sie schon. Lies es ein. ruhig nochmal vor. Nö. Nein, du liest es jetzt nochmal vor, ganz Und eben das Hirn ordentlich. umkrempelt, die ignoriere ich Sehr vorläufig. gut, so. Viel Spaß in dem verkackten Treppenhaus mit dem Vogeltypen, ey. Was für ein Vogel? Der. Scheiße. Geh zurück, Du geh musst zurück. aber zum Fahrstuhl, glaube ich. Ja, ich weiß. Woher weißt du das? Nö, keine Ahnung. Wo ist hier Die An Fahrstuhl? da vorne, das Guck mal, der verliert dann ganz schnell das Interesse an das uns. vergitterte Ding ist der Fahrstuhl. Das da. Ach Weil die so. anderen Türen ja alle zu sind. Haha. Du bist ja so klug, Und der fährt Roland. halt immer nur zwischen den Etagen hin und her, glaube ich. Und guck mal auf der Karte, was sich jetzt geändert hat. Sekunde, ich guck mal. Ach so, hier können wir gleich rein. Flammen. Flammen. Sie hat es nämlich eingezeichnet. Das ist das. Und da konnten Da wir nur in den rechts hinten, Innenraum. oder? Und dann geht's runter. Und Genau. da sind wir jetzt hingefahren. Sie. Soll ich hier weitergehen oder soll ich erstmal das Stockwerk absuchen? Nö, du bist jetzt hier, da geht's weiter. Das sieht voll geil aus, ne, mit diesen Flammeneffekten. Ich finde das irgendwie toll. Es ist gut gemacht, auf jeden Fall. Okay, hier ist eine Tür. Ach, Nee. du meine Güte. Sieht aus wie in Hatters Haus. Ja, wie ihr. Ne, wie, nicht wie ihr Zimmer, oder? Ihr Zimmer sah ein bisschen anders Von dem aus. Dad das Zimmer vielleicht. Das wurde einmal Es ist wo. verrückt, ne? Die Oh, Kommode. Keines der Bücher erregt meine Aufmerksamkeit. scheiße. Obwohl das Regal und die Bücher die gleichen wie bei Papa sind. Du Aha, hast recht, okay. das Zimmer, ja, wo der dann abgedeckt lag, ne? Hier, warte. Nichts passiert, wenn ich den Fernseher oder das Video einschalte. Können wir die Kassette benutzen? Nee, ja, probier Ah, mal. die ist ja mehr für so ein Radio, oder? Das ist ja keine Ja. Videokassette, aber wir probieren es mal billigerweise trotzdem. Gut. Nee. Und geh mal wieder ein Stück zurück. Und da sieht man auf dem Boden, dass es schon mal verrückt wurde. Dort ganz links unten. So hin und her. Siehst du das? So wie so im Kreis. Oh nee, das ist das Ja. Symbol von Silent Hill. Was? Siehst du das? Ach so, das meinst du hier auf der Hm, das Seite. Ich guck mal Weiße. mit Heather dahin. Ja. Genau. Also Geh mal hier ins unten Telefon. da, ne? Geh mal Ja, ins... gehen wir mal ins Telefon. Was soll ich mit dem Telefon? Es ist nicht angeschlossen. Dir auf den Kopf hauen, bis du eine Idee kriegst. So, hier Dann... auf dem Bett liegt offensichtlich ein Buch. Was? Auf dem Bett liegt ein muffiges Tagebuch. Oh. Diese Schrift ist das Papas Tagebuch. Warum ist das hier? Manchmal habe ich selbst jetzt noch das Gefühl, dass das Mädchen eine Reinkarnation von Alessa ist. Aber darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr. Das ist alles vergeben. Du warst unglaublich ungeliebt, Cheryl. Oder war das Alessa? Jetzt ist Cheryl wieder Alessa. Ganz gleich, wessen Reinkarnation sie sein mag. Sie war mein liebster Schatz.
aber der Name war ein Fehler. Damals sah ich in ihr nur einen Ersatz für meine verlorene Cheryl. Wenn sie die Wahrheit kennt, wird es ihr unangenehm sein. Das macht mir Sorgen. Oh, danke, Papa. Also war ich tatsächlich Alessa. Aber mir bleibt nur eine Spur von einer weiteren Erinnerung. Ich habe meine gütige und sanfte Mutter nicht vergessen. Was? Hä? Ach, die wurde ja adoptiert. Das ist aufgenommen. Batterie für einen Elektroschocker. Zweimal. Den haben wir noch nie benutzt, nee. So richtig. Da liegt ein Krimi, genau den Papa auch gelesen hat. Sehr gut, Roy. Ja, stand nicht da und das Schloss ist kaputt. Genau, und jeder, der was anderes behauptet, erzählt nur dreckige Lügen. Guck mal, hier ist ein Spalt offen von dem Schloss. Ja, dann drück mal. Geht nicht. Gut. Krass. Okay, gehen wir wieder raus, haben wir alles. Entschuldigung. Das war ein Genkäfer. Ein Gendefekt. Guck mal, jetzt passiert ein Vieh. Das krabbelt bestimmt. Nein, das ist das Vieh. Wir gehen in den Raum. Da wäre ich natürlich jetzt nicht reingegangen. Dann liegt dann. Oh, da liegt Muni. Ganz viel. Schrotpatron. Da weißt du doch jetzt schon, all diese Leichen auf dem Boden in Plastik gewickelt. Was für ein Albtraum. Was weiß man jetzt schon? Dass da irgendwann ein fetter Gegner kommt. Erzähl doch nicht so. Nee, wenn du Schrotpatronen findest, ich bin nur froh, dass sie wohl kaum gleich aufstehen werden. Das weiß man nicht. Okay. Die gibt es bestimmt noch was entdecken, weil da eine Leiche, die in einer Art Plastiksack gewickelt ist. In dieser verrückten Welt habe ich mich an die seltsamsten Dinge gewöhnt. Das ist leicht gesagt, sie sind immer noch total ekelhaft. So. Was ist besser geworden mit Vorlesen, ne? Ja, klar. die Tür ist offen, da drin ist jemand in einem Sack gewickelt. Vielleicht, nein, eindeutig tot. Denkt sie. Und was ist hier auf dem Boden? Hier gibt's nichts Wichtiges. Ich habe auch nicht so genau nachgesehen. Ich will aber auch nicht. Liegt hier was neben dem? Dieses, nee, das ist der Fuß. Das ist nur so ein Gitter im Boden. Guck mal auf die Karte, vielleicht hat sie irgendwas eingezeichnet. Oh. Fauligen Gestank, jeder raten, was drin ist. Mir ist nur zum Kotzen, wenn ich nachsehe. Hier ist nichts Interessantes. Schau mal auf die Karte. Ja? Karte! Und spul mal. Zumba. Gut, alles klar, gesucht. Als ob wir jetzt so viel mehr gesehen hätten. Nee, kann es sein, dass sie irgendwas Zumba unterm Pfeil... Guck mal, hier ist ein kaltes Bein. Kannst du vielleicht nochmal von der Seite? Okay, nee. Vielleicht können wir am Fuß kitzeln und dann... Vielleicht tut sich ja was, wenn du versuchst, aus dem Raum zu gehen. Nee, dann gehe ich jetzt nochmal hier zu den Fässern und gucke mal nochmal was... Wieso guckt sie so nach links? Was ist da, Heather? Hier ist ein Lichtschalter. Ja, der funktioniert nicht. Okay. Gucken wir hier nochmal ganz. Lag da nicht gerade noch eine Leiche drin? Nee, auf der anderen Seite. Nee, liegt die gut. Leiche. Hier liegt die Leiche drin. Gut, naja, dann. Was? Da liegt die Tarotkarte. Ja. Jetzt haben wir alle drei Tarotkarten, die wir bestimmt brauchen. Ach so? Der 1, 2, 3. Der Mond und Auge der Nacht. Gehen wir noch weiter nach rechts? Noch weiter. Und was ist das? Ach, Papa, Notizbuch. Gut. Dann, ich glaube, wir brauchen drei. Wir haben ja auch drei Bilder letztens da gehabt. Ah ja, stimmt. Schauen wir lieber auf der Karte, wo du hin musst. Na, hier wieder raus. Gut. Wenn du das weißt, dann ist ja alles Klärchen. Alles Klärchen, Räubärchen. Ey, seit wann sagst du das immer? Wieso denn nicht? Kannst du gerne machen. Siehst du, ist so alles gut. Nee, ich frag mich nur, das ist irgendwann bei dir mal aufgekommen. Das haben wir gesagt seit Scratches mit dem Bereuen. Karte! Ne? Ich bin vor Kartenschauen. Okay, Karte. Wir haben den letzten Raum dann noch nicht abgesucht. Und stimmt haben doch gar nicht! Nein! Jeder, der was anderes behauptet, erzählt nur dreckige Lügen. Alles nur dreckige Lügen hier. Du wurdest gerade abgestochen. Ich weiß. Ach, du machst das gerade ganz souverän irgendwie. Total, sag das nee, nicht so. Nee, doch! Beschrei es nicht, Räubärchen. Alter, man muss es ja nicht immer sagen. Wieso denn? Nee, das verliert dann an Herzlichkeit und Bedeutung. Hä? Das hat sie jetzt von allein gemacht, das war ich nicht. Das macht die von ganz allein. Das ist eine Tür links. Davon. Und da rechts auch. Ach so. Nein. Das brauchen wir jetzt nicht. So. Na, Kamera? Ja.
Schau mal auf die Karte, bitte. Oder oh, da ist hinten noch eine Tür. Aber ich würde sagen, wir müssen... Naja, egal. Du machst es schon. Wir gucken uns erstmal den Gang an. Ja, und schauen da rein. Ist 100 pro zu? Nein. Das sieht doch schon viel einladender aus. Und weißt du, was wir hier in Charles' Room machen? Ein Päuschen. Ein Päuschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.